Ich bin Nils Staffel, arbeite im Abschleppdienst und ich mache den Job einfach gerne, um den Leuten in Not zu helfen. Seit 4 Jahren ist Nils unterwegs in Bonn. Gelernt hat er in einem Kfz-Betrieb. Jetzt hilft er bei Pannen, schleppt Autos ab, kämpft sich durch verstopfte Autobahnen. Die Arbeit hat sich verändert. Sie ist anstrengender geworden. Aufträge manchmal im Minutentakt. Die Autos werden immer komplexer und es ist nicht mehr einfach dieses Hinfahren, Haken dran und weg, sondern man muss immer mal gucken. Es gibt viele Sachen, dass die Autos blockieren, dass sie gar nicht mehr rollfähig sind und man muss viel mehr aufwenden, damit man wirklich, dass man das Auto wirklich bewegt kriegt. Ja, alles klar. Jo, mach mal. Danke, bis gleich, tschö. Wir haben jetzt gerade einen Auftrag gekriegt, quasi in Bonn-Dottendorf. Da steht ein Mercedes, da geht wohl die Lenkung schwer. Gucken wir mal, wir sollen den Wagen wohl, haben da eine Pannenhilfe, also gucken wir erstmal, was das Auto denn hat. Bis zum Kunden sind es eigentlich nur ein paar Kilometer, aber nachmittags in Bonn zur Rush-Hour echt anstrengend. Meist fängt das so um 3:30 an und zieht sich dann je nachdem bis oben hin offen, wenn ein Unfall passiert irgendwo. Und da stehen wir halt genauso fest wie alle anderen auch. Und das ist, wird auch nicht besser hier in Bonn, sondern immer nur von Tag zu Tag schlimmer. Bis zu 100 Aufträge am Tag muss Nils Firma abarbeiten, die meisten Routine. Servolenkung tut es nicht richtig ja. Für das Fahrzeug. Einmal den Schlüssel. Ja, hier. Genau, vielen Dank. Gucken wir mal. Oh. Ja. Ihnen ist auch die Batterieleuchte, ist Ihnen die aufgefallen? Ja, die ist defekt. Kein Riemen? Ja. Und jetzt mal. Ja, kaputt sieht er nicht aus. Ich denke mal, da wird dann sehr wahrscheinlich die Spannrolle defekt sein. Den müssen wir leider in die Werkstatt bringen. Und die nächsten Aufträge ploppen schon auf, aber der Wagen muss in die Werkstatt nach Bornheim, wie es der Kunde wünscht. Keilriemen kaputt, nichts geht mehr. Auf dem Weg dorthin, auf der A565, verliert Nils schon wieder wertvolle Zeit. Hier stehen wir viele Stunden und wir können auch nichts anderes machen, als uns anzustellen und abzuwarten. Und wenn es wirklich mal schnell gehen muss, bei Unfällen zum Beispiel, kommt der Abschlepper oft gar nicht richtig durch. Die Rettungsgasse, ein Dauerthema. Diese Rücksicht ist gar nicht mehr da. Also man guckt gar nicht, dass man von Anfang an sagt, ich fahre an die Seite, dass eine Rettungsgasse besteht. Das ist gar nicht mehr. Das ist eine ganz anstrengende Sache, durch die Rettungsgasse zu fahren. Nach weiteren 20 Minuten im Stau ist der Wagen endlich am Zielort. Dann kriegen Sie von mir noch eine Kopie davon. Und dann war es das quasi schon. Gut, dann bedanke für heute. Mich herzlich und wünsche mich dafür. Ruhigen Tag. Ich habe zu danken. In der Zentrale warten da schon wieder die nächsten Aufträge. Und jetzt zum Ferienstart in NRW hat Nils erfahrungsgemäß immer besonders viel zu tun.